Blag, 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 Testaufnahme auf Blag. Hallo zusammen, hier ist wieder euer Akne97 mit Let's Play Nier. Es geht jetzt wieder weiter. Wir wollten bei Jona vorbeischauen und gucken, was mit ihr ist. Ob es ihr gut geht. Ja, wir können das Video selbst beklauen. Nee, selbst beklauen. Was haben wir da? Intelligenztropfen. Okay, wir haben Intelligenztropfen geklaut. Das heißt, wir sind jetzt klüger. Nein, wir können noch mehr klauen. Klauen. Komm. Komm. Danke. Was haben wir da? Was Geiles. Verteidigungstropfen. Ja, geil. Wir haben Verteidigungstropfen geklaut. Untersuchen. Was ist das? 500 Gold. Juhu. So, und jetzt, was ist mit Jona? Jona? Fuck. Jona, was ist los? Es tut weh. Das wird schon wieder. Ich hole etwas Medizin. Halte einfach durch. Papa. Was? Mach nichts Gefährliches. Werde ich nicht. Ja, super Medizin holen. Für super kranke Tochter. Sollten wir auf jeden Fall möglichst schnell machen, damit es hier hoffentlich vielleicht wieder besser geht, bald. Die Ruhmpest scheint sich schnell auszubreiten. Sie benötigt etwas gegen die Schmerzen. Mal sehen, ob Popola eine Idee hat. Okay. Ja, wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen, damit wir super Schmerzen verhindern können. Damit das arme Mädchen nicht noch mehr Schmerzen hat. Ja! Okay, Nee. Super, über Mauer springen. Nee. An Laternenpfahl hängen bleiben. Und B drücken und dann an die Tür ranrutschen. Das kann auch irgendwie keiner. Nur hier in Nier kann man das. Man kann an Türen ranrutschen. Aber gut. Wer weiß, vielleicht wird das irgendwann noch nützlich. Keine Ahnung. Ich rede schon wieder einen Haufen Geschmarr. Aber was soll ich anders tun? Ich bin Let's Player. Okay. Jetzt sind wir bei Popola. Reden wir mal mit dir. Hast du irgendwelche Medikamente gegen Schmerzen, Popola? Schmerzmittel? Es ist für Jona. Ihre Schmerzen sind... Sie werden ziemlich heftig. Das arme Mädchen. Nun, ich nehme an, wir könnten es mit einem Schamanenlisch versuchen. Okay. Nie davon gehört. Du kannst sie im Meeresfront fangen. Ihre Leber enthält eine Chemikalie, die angeblich den stärksten Schmerz besiegt. Klingt gut. Also, wo liegt Meeresfront? Draußen, hinter den Südfeldern. Vor kurzem wurden dort Schatten gesichtet, also sei vorsichtig. Okay. Ja, super Schatten. Da bin ich mal gespannt jetzt. Auf jeden Fall bauen wir Medizin. Die müssen wir uns auf jeden Fall holen. Weil es ist schlecht, wenn Jona starke Schmerzen hat. Das ist nicht so... Ja... Nicht so gut. Gucken wir mal, was lässt sich da finden. So. Jetzt ist es übrigens wieder blind, weil ich beim letzten Mal nämlich die andere Möglichkeit genommen habe, um Popola zu helfen. Und da muss man etwas anderes tun. Aber das kommt wahrscheinlich danach. Daher ist jetzt für den Moment das Spiel wieder blind. Das kenne ich jetzt wiederum nicht mehr. Mal gucken. Beeil dich. Lauf, Nier. Lauf. Alte Männer. Über alte Männer. Wach, Typi. Bewach schön die Typen. Du, Typi. Ein Huhn. Ich dachte schon, es wäre irgendein Geheimnis oder so. Dieser weiße Fleck da. Ich habe das jetzt nicht als Huhn identifizieren können. Aber gut. Nein, da war kein Huhn. Keiner weiß was von Hühnern. Jona lädt. Hallo. Heute ist Papas Geburtstag, aber er ist nicht hier. Daher habe ich alleine eine Party gefeiert. Party! Partyort! Okay. Südfelder, Grüß Gott. Nein. Da hinten ist ein Leuchti. Dich will ich haben. Ja. Wow, da hat jemand ausgeschlagen. Ich hab's gesehen. Ihr könnt mir nichts vereinigen. Ja! Was du? Grüß dich. Ja, ich krieg dich. Ja. Wo? Schatten. Komm.
Ich helfe dir. Okay. Buggy Baum. Oh, warte. Ich habe nicht gesehen, dass ich starb. Das ist mal... Ja. Cool. Ich habe nicht aufgepasst. Ah, wir fangen direkt hier an. Okay, dann brauche ich jetzt keinen Cut machen. Wir probieren es nochmal. Ja. Super Menschi retten. Da ist der Typ. Ah, die machen gut Schaden, sehe ich gerade. Da haben wir es. Tutorial Verteidigungsbrecher mit Einhändern. Okay, es scheint anscheinend dann noch mehr als Einhänder zu geben. Ich nehme jetzt aber lieber mal medizinisches Kraut. Nicht sterben. Wow. Okay, down. Down. Nur der Große da. Komm. Schild weg. Down. Geschlossenes Buch. Tutorial Verteidigungsbrecher freigeschaltet. Okay, wir haben es geschafft. Ihr habt mich gerettet. Die Dinge hier entwickeln sich gar nicht gut. Bitteschön, stellt etwas Gutes damit an, okay? Den Einhänder-Mordaufgang erhalten. Okay. Das interessiert mich. Waffen. Nirvana durch. Mordaufgang. 109. Magie 10. Den schauen wir uns erstmal an. Cool. Also cool sieht das Ding aus. Da bleibt mir... Wow. Okay. Aber gut, wir können es leider nicht verwenden. Leider schwächer als unser Linienblatt-Schwert. Was haben wir hier noch? Ah, medizinische Kräuter. Sehr schön. So, ich würde sagen, da ist noch was. Vielleicht nochmal medizinische Kräuter. Die könnte ich jetzt brauchen. Weil ich nicht mehr so viele habe. Krautschlick. Okay. Genau. Wie geht's darum? Das mit der Wache war anscheinend relativ richtig. Relativ. Ja, kick mich. Nee. Wollte nicht. Okay, dann laufen wir weiter. Wir schauen, wo die Meeresfront ist. Dort ist ein Geschenk für uns. Juchi. Was finden wir? Leben erhalten. Ja, geil, Leben. Damit können wir die Welt verändern. Mit Leben. So. Wahrscheinlich gehen wir jetzt hier direkt zur Meeresfront durch. Oder sie kommt einfach hinter diesen Gebirgspass da. Ja, super schnell aufs Kreuz plötzlich. Ich glaube, ich werde danach erstmal einen Haufen Karten kaufen. Soweit es natürlich geht. Es ist einfach schade, dass ich nie eine Map habe. Aber gut, müssen wir halt massig Karten kaufen. Winken! Okay, Meeresfront. Eine ganze Stadt. Cool. I'm so tired. Stairs are rough going on these old bones. But what if he returns today? Okay. Klingt nach einem interessanten Sidequest. Ich glaube, es führt zu nichts, hier einfach drauf loszuangeln. Um einen Schamanenfisch. Fisch, das war ein F. Zu fangen. Hast du eine bessere Idee? Vielleicht sollten wir einige der Dorfbewohner um Rat bitten.
nun weiß. Warum hast du es nicht gleich gesagt, anstatt so überaus zuversichtlich zu sein? Na, ich kann heute nicht richtig lesen. Bin zu dumm dafür. Win. Hello. Eine Hafenstadt wie diese ist ein wahres Juwel. Wenn ihr etwas hier nicht finden könnt, werdet ihr es nirgends finden. Es gibt ein Postamt im Zentrum der Stadt, das Briefe und Pakete in alle Welt verschickt. Und mal sehen, was noch. Nun, wir haben jede Menge Fisch. Die Nachfrage ist immer hoch. Und zahlreiche Frauen. Aber die sind nicht so sehr gefragt. Ja, geil. War es ein Angebot? Dieser Stadt geht es besser als den meisten anderen. Und dafür haben wir unseren Handelspartnern zu danken. Cool. Ich kann in viele Häuser gleich erst rein. Menschen. Hallo Junge. Kind. Psst. Spiele verstecken. Ich wünsche, sie würden sich mal beeilen und mich endlich finden. Okay, hier ist nichts. Es riecht nach Meer. Sehr schön. Wer bist denn du? Ihr seid Freunde von dem süßen Postboden, oder? Oh, ich liebe Männer in Uniform. Oh, Moment. Ihr seid nicht befreundet. Nun, ihr selbst seht auch ganz schnuckelig aus. Ich habe den Postboden seit ein paar Tagen nicht mehr gesehen. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ist klar. Lebensmittelhändlerin, habt ihr Interesse an importierten Früchten und Gemüse? Gucken wir mal, was hast du denn? Melone! Flaschenkürbis, Reis, Pilzsamen, Zitzing, Lachs, ganz viel. Wollen wir nicht. Das führt zu nichts. Da hast du recht. Vielleicht sollten wir unsere Zeit lieber damit verbringen, einen Experten ausfindig zu machen. Meinst du, so jemanden finden wir hier? Natürlich, das ist ein Fischerdorf oder etwa nicht. Warum hast du es nicht schon früher vorgeschlagen? Verdammt! Ihr Menschen, immer andere um Hilfe bitten, anstatt einmal selbst nachzudenken. Eine wahrlich abscheuliche Angewohnheit. Weiß um Hilfe bitten, ja. Oho, da ist der Mann, nach dem wir suchen. Du hast herausgefunden, wo du jemanden finden kannst, der etwas Schamanenfisch weiß. Ich verstehe noch immer nicht, warum wir ihn nicht direkt gefragt haben. Darum und los. Aber ich will erst da. Ich koche jeden Fisch, den mein Mann nach Hause bringt. In der Not frisst der Teufel fliegen. Nom 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 nom. Okay. Failure? Ja, super. Runter, ausweichen. Porto, du hast dein Essen gegessen. Vergessen. Nee. Irgendwo da rechts vorn dann. Trollololololololol, da vorne. Ein alter Typi. Oh. Wie? Schamanenfisch. Oh, sicher, sicher. Ich könnte euch einen fangen, ohne mich groß dabei anzustellen. Aber warum sollte man jemandem einen Fisch geben, wenn man ihn das Angeln lernen kann? Hier, nimmt diese Angelrute und versucht es einmal. Ihr könnt Schamanenfische am Strand abfangen. Wie man angelt? Ist das eine ernsthafte Frage? Ihr müsst euren Körper in die entgegengesetzte Richtung des Fisches bewegen. Verstanden. Hier, lasst mich euch währenddessen einen Köder geben. Sprechen, Arknei. Sprechen. Danke. Das Angeln ist eine Willensprüfung zwischen Mensch und Bestie. Gebt den Kampf niemals verloren. Ich nehme an, wir sollten uns lieber einen guten Angelplatz suchen. Eine Angelköder halten. Angeln, wenn B angeln auf dem Bildschirm erscheint, drücke B, um deinen Köder auszuwählen, um zu angeln. Wenn sich dein Angel biegt, drücke A, um den Fisch einzuholen, drücke dann L in die entgegengesetzte Richtung des Fisches, um dessen LP zu reduzieren. Wenn die LP eines Fisches auf 0 fallen, fängst du den Fisch automatisch. Yay! Yeah. Den Fisch töten. Yeah, wir sollen irgendwie... keine Karte. Ich probier's jetzt erstmal hier vorne. Ja, erstmal sammeln. Schwarze Perle erhalten. Okay, jetzt will ich das mit einer Angel mal probieren. Köder. Ja, Angel auswerfen. Angeln.
Der Fisch ist entkommen. Nochmal.